Montážna, ja svinja. Jedan idiot, poročit reputaciju sovjetskoj armije! Sviđajte! Svoborici tavariša Gustel Büringer. Gustel Büringer! Arestirujete predsjedatelja centralnog komiteta za korupciju! Быстро! Herr Oberst? Jo. Das ist der Herr Polakow, unser Dolmetscher. Oh, sehr gut. Grüß Sie. So, das ist unser Sorgenkind. Nun, Anuschka? Danke, Biasavut. Sieht nicht so aus, als ob sie mich verstehen würde. Man muss mit die Anna, und nicht so wie Oberhoni, ist der Mario. Ihre Mutter heißt Anna. Aha. Und sie wohnt in einem Container mit einer Frau, die Tamara heißt. Знаешь, как мы можем найти эту маму? Ты знаешь, кто ее мать? Мои генералы раten мне zur Flucht. Sie meinen, das Reich wäre nicht mehr zu retten. Aber was soll dann aus Deutschland werden? Eine der mächtigsten Industrienationen der Welt. Seien Sie kein Narrspeer. Ohne unsere straffe Führung wäre Deutschland schon längst verloren. Unser nationales Kulturgut würde von ausländischen Einflüssen ausgemerzt werden. Vergessen Sie nicht, wir sind das Land der Dichter und Denker. Ich will nicht als jener Mann in die Geschichte eingehen, der für die Entstehung des deutschen Hip-Hop zuständig ist. Gut. Tür Nummer 1. Woher weiß ich, dass die junge Dame nicht vielleicht doch ein Mann ist? Demonstrationsobjekt, bitte. Betrachten Sie Ihre Hände. Hinsehen! Vergleichen Sie die Länge von Zeige- und Ringfinger. Bei Männern ist der Ringfinger meist deutlich länger als der Zeigefinger. Der Grund? Testosteron, der Treibstoff der Männlichkeit. Vielen Dank. Sie haben mein Leben gerettet. Dann retten Sie erst meins. Na, ich denke, dass es ein typischer Fall ist eines Themas, das nie unaktuell ist, das immer aktuell ist. Und insofern ist auch jede Zeitbearbeitung oder Bearbeitung in die Zeit hinein immer zulässig, weil aus dem Abstrakten heraus sich immer konkret ganz was Neues dann auch eben interpretieren lässt. Ich möchte jetzt natürlich nur wieder haben, was ich hineingesteckt habe. Klar. Nein, das sage ich auch sonst. Müsste ich meinen Anwalt benennen. Ich bin ja nicht die Caritas. Ja, ich muss. Ich habe früher deine Naivität sogar irgendwie entzückend gefunden. Früher. Hallo? Was ist? Ich muss da rein. Wir kaufen nichts. Ich muss hier rein. Soll sitzen oder was? Meine Tochter ist da drin. Dann kommen wir uns morgen wieder. Hinterlegs bei der Kasse, dann ist fein. Im Ernst? Meine Tochter ist da drin. Hey! Uns hat er ja nicht viel gesagt. Vielleicht bringt sie ihn ja zum Reden. Er wird auf jeden Fall reden. Ah, da kommt er ja schon, der Herr Kronzeuge. Jetzt fehlt nur noch die Quittung für den Empfang der unbeschädigten Ware. Und dass man auch wieder zurückbringt. Ich habe mir schon fast ins Herz geschlossen. So ruhig. Ich werde ihn persönlich wieder abliefern.